Hallo und herzlich willkommen hier auf Playzocker Reviews zu einem brandneuen Quickie Review. Das sicher wieder voll scheiße wird. Was? Was schaust du, Deppert? Ah, der Typ ist ein Wahnsinn! Na, du was, Alter, so lustig! Weißt was? Du was! Schlechte! Gut! Geh mal wieder! Aber, eins sag ich doch! Ich war mit Sicherheit! Das Lustigste an diesem ganzen Video. Ja, genau. Du warst mit Sicherheit das Steppertste an dem ganzen Video. So schauen wir aus. Und ganz ehrlich, so schaut's doch immer wieder aus mit diesen ganz tollen Buddy-Action-Comedies, oder? Wir haben zwei Leute, zwei Erwachsene, die sich mehr oder weniger aufführen wie Kleinkinder. Und das finden wir dann natürlich bezeichnend lustig. Egal, ob es jetzt Martin Lawrence und Will Smith sind oder, und das sind meine beiden absoluten Favoriten in diesem Comedy-Subgenre, Walter Matthau und Jack Lemmon. Zwei absolut großartige Schauspieler, die interessanterweise genau 12 Filmen gemeinsam aufgetreten sind. Die beiden waren übrigens auch privat absolut gute Freunde, weswegen natürlich ihre knautschigen Rivalitäten in den Filmen noch besser rüberkommen. Und ja, ich weiß, ich habe gerade 12 Filme gesagt, obwohl die gängige Meinung eigentlich eher in Richtung von 10 Filmen geht. Aber, und das ist wahr, neben den 10 Hauptcomedies, die die beiden gemeinsam gemacht haben, ein seltsames Paar, ein verrücktes Paar, immer noch ein seltsames Paar, der Glückspilz, der dritte Frühling, Extrablatt, Tango gefällig, Buddy Buddy, Opa kann's nicht lassen und die Grasharfe, waren Lemmon und Matthau tatsächlich auch noch in Gentleman Tramp, die Geschichte von Charlie Chaplin und JFK Tatort Dallas gemeinsam in einem Film vor der Kamera. Aber heute geht's natürlich nicht um irgendwelche Genre-Ausflüge, heute geht's um eine reine Walter Matthau und Jack Lemmon Komödie. Und Buddy Buddy ist dabei nicht einfach irgendein Film, es ist tatsächlich ein Film von dem absoluten Leinwand-Giganten Billy Wilder, der uns Meisterwerke wie beispielsweise Manche mögen's heiß als Autor und Regisseur serviert hat und der mit Der Glückspilz und Extrablatt auch noch einige andere Lemmon und Matthau Filme gedreht hat, der übrigens lustigerweise bereits im Jahr 1978 eigentlich seine Filmkarriere an den Nagel gehängt hat, weil er nach der miserablen Dreherfahrung von dem Film Fedora eigentlich seine gesamte Karriere an den Nagel hängen wollte und gesagt hat, geht's weg. Aber als dann für den Film Buddy Buddy tatsächlich wieder Lemmon und Matthau zugesagt haben, hat er sich dann doch breitschlagen lassen dazu, wieder einen Film zu machen und dabei sogar die letzte Zusammenarbeit mit seinem Co-Drehbuchautor I.A.L. Diamond zu machen. Interessanterweise wurde er angeheuert von MGM, um eben quasi das Remake eines französischen Films zu machen. Ja, Buddy Buddy ist quasi eigentlich das Remake einer Neuinterpretation, denn bereits der 1973 in Frankreich gedrehte Film Die Filzlaus, übrigens mit Lino Ventura und Jacques Brel in den Hauptrollen, war eigentlich nicht das Original, sondern bereits eine Filmumsetzung von einem Theaterstück. Und dann im Jahr 2008 kam unter dem Titel Der Killer und die Nervensäge die insgesamt dritte Verfilmung von dem Stoff in die französischen Kinos, ist aber, und das muss man dazu sagen, richtig offensichtlich bei dem Film Buddy Buddy, dass es sich dabei einerseits um ein Theaterstück handelt, aber andererseits auch irgendwie um einen Film, wo vielleicht die beiden Drehbuchautoren nicht ganz so viel Zeit dafür hatten. Ja, insgesamt wurde nämlich das Drehbuch in nur 3 Monaten geschrieben, was deutlich kürzer ist, als Wilder und sein Partner damals immer wieder verwendet haben. Aber obwohl der Film jetzt nicht absolute Perfektion in Sachen Szenenaufbau bietet, ist er wahrscheinlich einer der lustigsten Filme, natürlich neben den seltsamen Paaren, die einfach zu meinen absoluten Lieblingskomödien zählen, weil Matthau und Lemmon einfach nur absolut großartig sind. Hervorragende Schauspieler, die eben ihre Standardcharaktere auch in diesem Film einfach nur zur Perfektion bringen. Was ich
aber ebenfalls interessant finde, ist, dass Klaus Kinski, der übrigens den für Amerikaner sicher ganz seltsamen Namen Dr. Hans Zuckerbrot trägt, fast so, als wäre das ein Wort, oder? Klaus Kinski hat tatsächlich nicht in Raiders of the Lost Ark, dem allerersten Indiana Jones Film, mitgespielt, sondern hier in Buddy Buddy, weil ihm die Produzenten von Buddy Buddy für seine Rolle mehr Geld angeboten haben. Außerdem hat es 2 Wochen nach Beginn der Dreharbeiten gedauert, dass Billy Wilder draufgekommen ist, dass Walter Matthau nicht unbedingt der beste Cast für den Auftragskiller war. Eigentlich hätte er für die Rolle jemand wie Clint Eastwood oder so nehmen sollen, aber er blieb dann natürlich bei Matthau. Was ich eben tatsächlich bei diesem Film einfach wahnsinnig cool und interessant finde, ist die Tatsache, wie dieser Film umgesetzt wurde, weil einfach Walter Matthau und Jack Lemmon absolut hervorragende Schauspieler sind, die, muss man schon fast sagen, irgendeine Mischung zwischen putzig und drollig an den Tag legen beim Verkörpern ihrer Charaktere. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ihnen dabei zuzuschauen. Man merkt natürlich die Herkunft eben als Theaterstück daran, dass der Film nur an sehr wenigen Sets, in sehr wenigen Orten und mit sehr wenig Szenenwechseln auskommt, was natürlich einerseits eben zur Inszenierung passt, aber auch eben dazu, was ich anfangs gemeint habe, dass man offensichtlich bei der Adaption des Theaterstücks nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt hat, um sich da nicht irgendwie noch irgendwelche Sonderkniffe einfallen zu lassen. Aber ich persönlich hatte auf jeden Fall bei diesem Film meinen definitiven Spaß, alleine schon eben aufgrund der Art, wie die beiden Hauptcharaktere agieren, miteinander agieren, immerhin, was ja schon eine der etwas späteren Zusammenarbeiten zwischen Walter Matthau und Jack Lemmon. Ein wirklich lustiger Film und vor allem ein wirklich seltener Film. Hierzulande hat man Buddy Buddy zwar damals im Kino gesehen, laut OFDB ist dann allerdings nur mehr eine Free-TV-Ausstrahlung bekannt, nicht einmal eine Videoauswertung, und auf DVD gibt's den Film schon gar nicht. Ganz im Gegenteil, André L., ein großartiger, netter Unterstützer meines Kanals, hat mir in seinem allerersten Mystery-Paket eine spanische DVD von diesem Film beigelegt, die angeblich bis heute weltweit die einzige DVD-Veröffentlichung von diesem Film darstellt, was ich sehr schade finde. Der Film hätte es sich definitiv verdient, noch in einer remasterten Form in besserer Qualität dann auch bitte gleich auf Blu-ray zu erscheinen. Danke an André L. auf jeden Fall für die DVD. Danke auf jeden Fall auch an dich für deine großartige Unterstützung via Patreon. Das war ein Wunsch-Quickie, ein Titel, den sich eben André als Goodie von mir für seine Patreon-Spenden gewünscht hat. Ich hoffe, dir hat das Review gefallen. Ich hoffe, euch allen hat das Review gefallen. Wir sehen uns definitiv hier auf dem Kanal öfter, aber den lasse ich nicht mehr rein. Das... Nah.